Und willkommen zurück hier bei Anno. So, bis das Carbon hier oben produziert ist, hier sieht es ja soweit ganz gut aus. Meine Kriegsflotte ist irgendwo überall verteilt gerade. Die schicken wir wieder dahin zum Reparieren. Der darf abladen und danach kümmern wir uns dort oben um diese nette Ansiedlung. So, die Generatoren werden gebaut. Dann hätten wir schon mal die 5 Stück zusammen. Dann hoffe ich doch, dass wir diese ionischen... Haben Sie Fragen zu den SAAT-Technologien? ...die wir mal bald bekommen. Oh. Oh, 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 oh. Sie wollen zu mir? Mist. Aber, Moment. War da nicht gerade irgendwo noch ein Schiff? Oh, irgendwas Interessantes hat er, ne? Dann machen wir das so. Schande. Das ist jetzt natürlich blöde. Ich bräuchte Lizenzen. Ja, so viel dazu. Man macht sich dann immer Gedanken dazu, was mache ich jetzt als nächstes? Und dann kommt irgendwas dazwischen. Da ist es. Und schwupps ist die ganze Sache. Sie wünschen? Sie wünschen, wir spielen. Wollen Sie Ihren Wissensdurst stillen? Was ist das diesmal? Ermöglicht Dr. Dory die Investition von Geld, wobei Gewinn oder Verlust über ihre Bilanz verrechnet werden. Erkundigt sie, wie viel... Konspirativ... Komm, wir machen mal riskant. Kann aber auch große Verluste sind möglich. Sie können sich auf mich verlassen. Ja, das ist natürlich interessant, was das jetzt... Gegnerisches Gebäude erfolgreich eingenommen. Bedeutet... Sie wollen zu mir? Suchen Sie meinen Rat? Verkauft Lizenzen. Ja, nee, das will ich eigentlich nicht. Ich wollte es jetzt andersrum. So bringt mir das jetzt wenig. Was hat denn der jetzt gekriegt? Ach, Granulat. Sprengstoff. Ja, interessant. Das wollte ich eigentlich nicht. Mich hätte jetzt wesentlich mehr das andere interessiert. So, jetzt ist natürlich die Sache die, bevor ich jetzt natürlich die Sache da bauen kann. Ja, wir benötigen halt mehr von denen jetzt erstmal. Und das Carbon ist hier natürlich schon wieder aufgebraucht, was natürlich wieder sehr schlau war. Ich brauche das dort oben hier noch nicht auszubauen, weil ich nicht weiß, was die hier unten lifestyle-technisch wollen. Ich kann hier nur ahnen, dass das da hier gemeint ist. Muss teilweise unter Wasser errichtet werden. Also das unter Wasser, das über Wasser. Stillt das Bedürfnis nach Getränken und das da ist dann... Das nützt mir alles so gar nichts. Ach, das ist doch jetzt blöd. Ich brauche Carbon. Ich brauche aber auch Carbon für meine geilen Flieger. Aber ich brauche hier definitiv erst ein neues Forschungs... Ich brauche Carbon, dass die hier aufsteigen können. Das ist jetzt gerade gar Was nicht kann so SAAT für einfach. Sie tun? Sie können jederzeit mehr. Diese Waren werden Sie garantiert voranbringen. Und ich kann mir das noch nicht mal. Shit. Das ist gerade blöde. So, dann haben wir zumindest Carbon. Nun denn, der Wissenschaftsrat erwartet mich bereits. Kümmern wir uns halt doch erstmal um den Angriff, dann lasse ich den Carbon aber hier oben doch alle die mal da.
Ja, ich kann das zweite nicht bauen, weil ich natürlich noch zu wenig Carbon dann da habe. So, der ist wieder voll. Dann machen wir jetzt erst hier die Insel platt. Okay, dann halt doch so rum. Neue Formel entdeckt. Sehr schön, was ist das da eigentlich? Rüstungsbetrieb, das da. Ja, von der Insel kommt eigentlich keine Gegenwehr mehr. Da ist doch eins. Das nehmen wir auch noch. So, dann hoffe ich doch, dass hier mal mein schönes Flugzeug auch gleich bereit ist. Hier am Hafen nutzt nichts, weil es kein Hafen gibt. Dann würde ich sagen, sammeln wir das mal da rein. Da ist nämlich noch eine Flak drauf. Und dann darf er sich hier oben einfach mal ein bisschen austoben. Und komm, das gucken wir nochmal an. Fahrzeug unter Beschuss. Oh, sehr schön. Die Umweltbilanz hier ist ja auch wirklich mal herzallerliebst. Wobei, sie geht ihr jetzt rauf, weil immer weniger Gebäude da sind. Und da hat er doch tatsächlich schon wieder einen Hafen aufgebaut. Was bedeutet, wir besuchen ihn hier oben einfach wieder. Kann ich hier so in diesem Gebiet eigentlich sowas aufbauen? Ne, es geht auch nicht, gell? Schade. Warum ist das da hier? Das weiß ich gar nicht. Du fährst mal rüber zur Arche. So. Das war jetzt natürlich blöde, weil ich nämlich nicht weiß, was die jetzt hier waffentechnisch gerade erforscht haben, beziehungsweise für unsere Einheiten. Alarm. Registriere Angriff auf eines ihrer Fahrzeuge. Ach so, weil er da wieder mal einen netten Dings hat. Okay. Dann bleiben wir trotz alledem hier bei der Insel. Dann ist das Bild ein bisschen heller. Beziehungsweise, wir könnten doch jetzt alle mal gucken, was gibt's denn Interessantes für die Hovercrafts. Dass wir schneller sind und Angriffsstärke, das ist auch nicht verkehrt. Registriere neues Fahrzeug. Auf der anderen Seite, mich würde mal hier die Produktionsgebäude interessieren. Warnung, nee. Kritische Mehrheitsverhältnisse. Drohende Inselübernahme. Ja, ja, kauf sie. Beziehungsweise wir könnten das natürlich ganz intelligent machen und warten, bis wir jetzt, bis er das jetzt eingekauft hat, ehe wir es dann einkaufen, dann haben wir die Möglichkeit, diese Insel zu kaufen. Ah, Freundchen, Freundchen. Das sieht echt übel aus für dich. So, hier sieht's gut aus. So. Ist hier eine Flak drauf? Hier ist eine Flak drauf. Okay. Dann würde ich sagen, übernehmen wir. Registriere Feuer auf Nachbarinsel. Das könnte kritisch werden. Oh. Macht das Flugzeug mit oder nicht? Das ist jetzt eine exzellente Frage. Und was kommt da an? Ein Koloss. Fährst mal darüber. Ihr übrigens mal das da kaputt machen. So. Ach, speichern. Ja. Komm. Spiel gespeichert. Oh, wir können das nächste kleine Flugzeug in Auftrag geben. So. Alarm. Registriere Angriff auf eines ihrer Fahrzeuge. Ja, ja. Ah, sehr schön. So, du fliegst zurück, holst Sprit. Ja, doch, das klingt nach einem sehr guten Plan. Ah, der Balken sinkt bei uns aber doch schnell. Ich überlege gerade, ist es vielleicht auch schlecht mit so einem kleinen? Ach, guck sich das an, wir können das noch nicht mal abbrechen. Ich bin der Held der Nationen. Ich mache niemals Gefangene. Ja, das... Fahrzeug bei gescheitertem Entervorgang verloren. Ah, okay. So. Ihm gehört das jetzt.
Ich habe das Falsche natürlich. Jemand Interesse an einem guten Geschäft? So sollte es ja dann hoffentlich besser klappen. Ja. Sieht anfangs schon mal besser aus. Ja, der Balken sinkt. Okay, ich wollte gerade fragen, ob das vielleicht einen Unterschied macht von der Schiffsgröße her. Ich baue scheinbar auch gar keine Schiffe mehr nach. Deswegen kann ich die ganze Zeit Flieger bauen. Das wollte ich nämlich auch gerade mal so fraglich in Frage stellen. Fahrzeug erfolgreich geentert. Oh, klar zum Entern. So. Jetzt, dann lohnt es sich, dass ihr auch hierher kommt zum Reparieren. Wir haben einen Koloss. Sehr schön. Boah, die haben auch ordentlich Lebenspunkte, haben Wasserbomben und zwei zusätzliche Slots, wo man nette Dinge reinbauen kann. Also es rentiert sich schon, solche Schiffe zu haben. Okido. Dann werden wir die jetzt mal nach oben bringen. Das hier wird ja noch gerade gebaut, ne? Ja, ist auch gleich bald fertig. Sehr schön. Wo ist dann übrigens das zweite Flugzeug? Nur so interessehalberweise gefragt. Kursprung durch Technik. Gut gemacht. Ja. Freut mich, dass dich das auch freut. Ach, da drüben ist es. Okay. Produktion gestoppt. Schlecht. Sehr schlecht sogar, um ehrlich zu sein. Komm du nochmal hierher. Dann brauchen wir doch erstmal noch den Großen dazu, um das nochmal kurz platt zu machen. Also so für gut, jetzt hätten wir natürlich dieses ganz große Schiffchen. Damit könnten wir natürlich dann schon wesentlich besser agieren. Aber pass mal auf. Pass mal auf. Du da fliegst einfach mal ganz gelassen. Nein, du kannst ja eigentlich da drüber fliegen. Das ist sehr uninteressant. Flak ist hier keine. Also hier ist eine. Aber die kommt bis nicht dorthin. Und die kommt auch nicht mehr bis dorthin. Mit dem Firebird, mit dem großen bombardieren wir das da. Dann können wir das da hier einnehmen. Das ist doch sehr schön. So, jetzt, Tori, wie sieht's denn aus? Es gibt nichts zu bereden. Kaufst du jetzt diese Insel hier oben ein oder nicht? Das würde mich jetzt ganz brennend interessieren. So. Die neue Nummer 1. Carbon bitte hier drauf und dann an irgendwas mangelt's immer. Das ist sehr, sehr schlimm. Wobei, das ist jetzt kein großes Problem. Da muss ich gleich nachschauen. Alarm. Registriere Angriff auf eines ihrer Fahrzeuge. Ja, ja. Da hinten ist Carbon. So. Dass wir die SAAT jetzt auch mal so weit bekommen. Heißt das, du wirst von ihr was angegriffen und ich sehe es gerade nicht? Wahrscheinlich ist das so. So. Jetzt können wir uns das da hier problemlos aneignen. Danach müssen wir Dender hier ausschalten. Ja, dann gehen wir einfach mal so systematisch vor. Dann sollte das doch sehr gut klappen. Würde ich glatt sagen. So, wo ist das Schiff? Das da hatte nämlich noch jede Menge Waren. Die bräuchten wir, glaube ich, selber gar nicht. Bin mir dabei aber jetzt nicht so sonderlich sicher. Das ist für die Global Trust Angelegenheit. Das könnten wir uns natürlich auch nochmal anschauen. Beziehungsweise kaufen, aber aufbauen werde ich die Global Trust wahrscheinlich eher nicht. So. Mal hier ran, bitte schön, dass wir hier die Forscher jetzt endlich mal nach oben bekommen.
Auf der anderen Seite will ich hier unten noch ein Forschungslabor. Ja, das geht doch gut. Auch wenn wir... Da wäre das alte überschneiden. Wo andere die Budgets kürzen, setzen sie voll auf die Wissenschaft. Bravo! Ja, freut mich, dass du das gut findest. So, Bauzellen. Die brauchen halt... Gegnerisches Gebäude erfolgreich eingenommen. Oh, sehr schön. Sehr, sehr schön. So, da werden wir wahrscheinlich noch einige hunderttausend Mal hin und her fahren dürfen, aber okay. So, wie sieht's hier aus? Das Rüstungsbetrieb. So, was haben wir denn eingenommen? Das war dort unten. Dann würde ich sagen, holen wir uns das da. Ja, das ist halt eine sehr angenehme Art und Weise, dem Gegner seine Insel zu berauben. Hier oben ist es noch schön im Gange. Das freut mich natürlich enormstens. Haben wir jetzt so viele, dass ich weiß, was die unter Lifestyle verstehen? Nein, noch nicht. 40 Leute fehlen. Ja, super. Das ist ja Herz. Allerliebst. Abrisskommando. Irgendwas Böses passiert? Zerstören Sie feindliche Gebäude. Und das war wie viele? 100. Wow. Nee, das wollte ich doch gar nicht schauen. Ich wollte das da hier schauen. Das, das, das und das. So. Das muss langen. So, fahrt mal da runter. Du eigentlich. So, jetzt hat er da wieder sein Dings aufgebaut. Das ist natürlich wieder ganz toll. Registriere Verschlechterung der Ökobilanz. Achtung. Produktion. Willkommen bei SAAT. Interesse an unseren Entwicklungen? Ach Gott, verzeihen Sie, wenn ich kurz angebunden bin, aber die Arbeit ruft. Ich meine, das ist halt echt angenehm gerade. Man greift hier eigentlich nur den Gegner dämlich an und, achso, ich wollte gerade sagen, jetzt hat er schon wieder so ein Koloss. Das freut mich ja sehr. Ja, was ist jetzt hier Sie oben? Sie sind ein Ärgernis. Ich bin also ein Ärgernis. Interessant. Da werden wir natürlich ordentlich Verluste einfahren, sobald wir das da hier irgendwann mal haben. Warnung. Fahrzeug unter Beschuss. Ja, das ist natürlich auch wieder mal ganz klasse, dass ihr hier alle irgendwo... Na, da baut ihr hier aber gerade ordentlich wieder auf, ne? Naja, wer länger schweigt, ist länger tot, ne? Oder totgeglaubte leben länger, so heißt es natürlich richtig. Alter, raus. Nicht überstürzen. So. Sehr schön. Das wird ja noch dauern, bis wir so weit sind. Registriere Angriff auf eines ihrer Fahrzeuge. Vor allem, er haut jetzt da halt Fettschaden raus, ne? Ihn könnten wir ja dann... Sehr gut. Dann einmal rumfahren. Ja, er baut hier die Türme dann ordentlich auf und wir reißen sie dann gleich danach wieder ab. Oh. Ist das nicht tragisch? Komm, mach kaputt. Du auch. Na gut, er hat halt... Na, ich hätte jetzt fast gesagt, eine enorm lange Feuerzeit, ne? Aber er macht ja gerade gar nichts. Reizen Sie mich nicht. Genau das mache ich trotz allem. Fahrzeug unter Beschuss. Okay, das bedeutet, das Große ist schon wieder da. Flieg mal rüber. Registriere Friedensschluss zwischen Nachbarn. Tori und Strindberg. Bestimmt. Ja, wer denn sonst? Es hat hier sonst keiner irgendwo Krieg. Warnung. Fahrzeug unter Beschuss. Gebäudeauswahl vergrößert. Raus hier. Oh, sehr schön. Warnung. Fahrzeug unter Beschuss. Sie führen etwas gegen mich im Schilde. Leugnen Sie es erst gar nicht. Ich leugne es erst dann. Warnung. Fahrzeug unter Beschuss. Ja. Nein. Jetzt, wo ich dich frisch bekommen habe, werde ich dich gleich verlieren. Habe ich so viel Schwein?
Mein Gott. Hab ich ein Glück. Das ist ja genauso, als würde man einen riesen epischen Kampf mit noch gerade 10 HP. Registriere Angriff auf eines ihrer Fahrzeuge. Ich halte sie für eine Gefahr für SAAT. Aber vielleicht können sie mich ja vom Gegenteil überzeugen. Zielen sie auf maximal 7 Inseln. So gewinnen sie keinen Krieg. Ich appelliere an ihre Vernunft. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja, wenn es jetzt nur darum ging, die hier abzureißen, hätte ich gesagt, okay, aber Tori, du bestreitest da einen Weg, der mir nicht gefällt. Unter Beschuss. Wo? Wer? Der. Okay. Gefällt mir jetzt gerade gar nicht. Der hat hier noch nicht mal mehr Kohle. Kupfer. Das sieht nicht gut aus. Das sieht nicht gut aus. Das nutzt nichts. Was macht er jetzt? Er braucht neu Sprit, ne? Gut, dann würde ich sagen, soll er einfach auch mal Sprit holen. Und bevor ich jetzt hier noch länger weitermache, sage ich bis zum nächsten Mal. Baba!